Betonmischer, das war meine erste Assoziation. Betonmischer. Hi, ich bin gerade in Gildenfeld und hier findet heute im Rahmen des Tatort Eifel Festivals ein Impro-Theater statt. Und ich persönlich hab sowas noch nie gesehen und ich bin sehr gespannt und deswegen gehe ich jetzt einfach mal reinschauen, was da so abgeht. Also ich sitze jetzt hier mit der Hanna, sie ist Spielerin von dem Impro-Theater und da würde ich dir erstmal fragen, was genau ist überhaupt ein Impro-Theater? Ja, Improvisationstheater bedeutet, dass das Publikum bei uns eine ganz große Rolle spielt, weil die liefern uns den Input für unsere Szenen. Also wir kommen ja ziemlich blank hierher, haben nichts einstudiert und sind dann eben sehr angewiesen auf ein aktives Publikum, was dann uns eben zuruft, was sie gerne sehen würden auf der Bühne. Okay, was ist denn das Faszinierende daran? Warum machst du das? Ja, jeder Abend ist halt anders und jede Geschichte, die wir auf der Bühne erzählen, ist einzigartig und einmalig. Und das ist natürlich toll. Es ist jedes Mal sehr unmittelbar als Theaterform. Okay, normalerweise seid ihr im Casino am Kornmarkt in Trier. Jetzt seid ihr heute hier bei Tatort Eifel Festival in Gillenfeld. Wie ist das für euch? Ist das was Besonderes? Das ist für uns etwas wahnsinnig Besonderes. Wir haben uns sehr, sehr gefreut, als die Anfrage kam, ob wir hier spielen wollen. Wir haben auch sofort unsere Kalender gecheckt, ob wir Zeit haben heute und haben dann zugesagt. Und jetzt sind wir hier und schon ganz, ganz gespannt auf das tolle Eifel-Publikum, was gleich kommt. Okay, heute geht es um, wie sagt man, bei Zuruf Mord? Auf was können wir uns denn freuen? Naja, natürlich auf ein Kriminalstück und es wird auch einen Mord geben, so viel steht fest. Es gibt auch drei Verdächtige und natürlich auch eine Kommissarin, die heute Abend hier ermitteln wird. Ja, und ansonsten ist das Ganze ein bisschen wie ein Ratespiel organisiert. Das heißt, nur der Täter weiß, dass er der Täter ist. Und es ist eine wirkliche Ermittlung, die dann stattfindet. Und am Ende wird natürlich ein Verdächtiger auch festgenommen. Aber ob das dann der Täter ist oder nicht, das wird erst die Auflösung zeigen. Das heißt, ihr wisst auch selbst noch gar nicht, wer der Täter ist? Nein, wir wissen das selber nicht. Und das macht es natürlich auch extra spannend, weil bis zum Schluss bleibt es dann spannend. So, je mehr Sie so reden tun, das färbt auf mich ab. Allerdings habe ich richtigen Hass auf Frau Gard gehabt. Die hat mir meinen Mann ausgespannt, damit sie nicht zusammen in Argentinien leben kann. Aber das bringt ja keinen um mehr. Also das ist schon super witzig, weil die auch die Zuschauer super mit einbeziehen. Und jetzt gab es auch schon die Ermordung und jetzt geht es darum, wer der Mörder ist. Und das wird jetzt herausgefunden. Und es ist super, super lustig und super spannend. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Dann war der Erwin in Argentinien und dann habe ich gedacht, jetzt ist für mich ja wieder ganz gut mit der Hilde zusammen vielleicht. Und dann wollte sie nicht mehr. Ich bin's. Ich bin Frieden. Ich bin Freude. Ich könnte die doch nie umbringen. So, das war's jetzt mit dem Theaterstück. Es ist vorbei und es war super lustig. Es gab auch viel regionale Bezüge, was das Ganze auch nochmal echt cool gemacht hat. Und falls ihr auch mal spontan schauen wollt, so heißt die Gruppe, die das Theater gespielt hat, die gehören zu TUFA in Trier und die haben auch mehrere Auftritte, also kann man sich gerne mal anschauen. Und ansonsten werden wir euch weiterhin auf dem Laufenden halten, was hier beim Tatort Eifel Festival alles so passiert. Und bis dahin, alles Gute. Tschüss!